Von außen betrachtet ist nicht vorstellbar, was sich in dieser Brille wohl verbirgt. Gespielt wird hier nicht, aber mit Hilfe der Virtual Reality Brille spielerisch gelernt. Heute steht Physik am Stundenplan. Maroon nennt sich dieses Computerprogramm, das physikalischen Formeln Leben einhaucht. Es wurde an der TU Graz entwickelt und lädt zum Experimentieren und Verstehen von naturwissenschaftlichen Phänomenen ein. Die Vision ist, dass man dann in diesen Raum, in dieses Labor, in diese Laborumgebung geht und dort quasi ein Sammelsurium von verschiedensten Experimenten und Lernerfahrungen aus den verschiedensten Bereichen hat. Zurzeit befinden sich 12 physikalische Versuche in diesem Labor. Weitere, auch aus Mathematik, Informatik und Technik, sind in Planung. Mit Hilfe der Virtual Reality Brille eröffnen sich ungeahnte Welten. Man fühlt sich wirklich im Experiment, genau, als wie wenn man echt dort wäre. Und ja, man kann das von jeder Richtung das Ganze genau betrachten. Wie in der realen Welt kann man Regler bedienen, auf Tafeln schreiben und sogar Bälle in den Raum werfen. Und im Gegensatz zur Wirklichkeit werden unsichtbare Phänomene wie Magnetfelder mithilfe der beiden Controller in den Händen auch spürbar. Der Controller vibriert dann, wenn man zu der Spule näher hinfährt, und kann dann anhand von dieser Vibrationsstärke rückschließen, welche Kraft auf den Magneten wirkt. Engagierte Lehrer und ihre realen Experimente will die Grazer Wissenschaftlerin mit dem Programm aber nicht ersetzen. Maroon soll ergänzen und bereichern und zum Lernen motivieren. Ideal ist das Programm bei Versuchen, die großen Aufwand benötigen oder gefährlich in der Umsetzung sind. Die dreidimensionale virtuelle Welt bietet alle Möglichkeiten. Schüler können jederzeit und überall daran arbeiten und alles wiederholen. Und in Zukunft vielleicht sogar ohne Brille. Das ist so ein bisschen die Zukunftsversion, dass der Lehrer vor uns steht und sagt, jetzt gehen wir alle ins Physiklabor, alle nehmen das Handy raus und sehen dann die Experimente, mit denen der Lehrer vielleicht was vorzeigt. Oder man sitzt nebeneinander und kann währenddessen auch über die Experimente reden. Wohl noch nie war man im Unterricht Albert Einstein und seiner Relativitätstheorie so nahe.